Den Serviertor, also erst den Produzenten und das, der serviert es dann. Ja. Ich habe mal aus dem Gebäude rausgefunden. Ich bin schwer begeistert. Ja, auch. Ich bin stolz auf dich. Viel Glück und bleibt konzentriert. Ja, immer. Wo ist denn der? Achso, hier mit. Wenn noch eben da kommt Coolman, dann können wir damit ja interagieren. So. Ach, damit konnte man. Okay. Mal eben auf eine bisschen andere Position gehen. Weil ich ja gerade auch eigentlich immer ganz gern ein bisschen Sniper. Das ist in der Regel geiler, nicht direkt am Gegner dran zu stehen. Ja. Manchmal. Ja. Sollte man meinen. Das ist eine tolle Idee. Wenn ich dir gefallen bin. Neues Ziel. Zerstöre den Servitor. Eieiei. Ey, nicht auflösen. Wart ein Schrott. Welche Taste war nochmal das Ultimate? F. Fick dich. Ach, so ein Scheiß. Während dieser Servitor lädt, ist er verwundbar. Finde ihn und zerstöre ihn. Lohnt sich hier. Ich glaube, das ist ein Event und hat nichts damit zu tun, können wir aber kurz mitmachen. Das war gleich eine spannende Sache. Und gefährlich. Seid vorsichtig. Das ist wieder so einer, wo man auf die Gelenke schießen muss. Ich sehe aber keine leuchtenden Gelenke. Ah, nee, da ist was. Man könnte sogar für den Raketenwerfer holen. Ich bin gerade tot. Genau, weil dann macht das nächste Ding, glaube ich, gerade frei und dann hol ich ihn mal eben. Ups, dann sollen sie mal ohne Waffen kämpfen. Warte. Okay, und wir machen wieder die Super-Variante davon. Ich habe mehrere gefallenen Schiffe auf dem Radar. Die werden wir nicht ohne einen Kampf los. Aber wir werden sie los. Ach, ich mag die Waffen. Warum kann man die nicht immer haben? Oh. Munition ist zu teuer. Wir haben zwei Läufer erwischt und die Depots geklaut. Fantastische Arbeit. Und ist die Kiste? Ja, das mal so nebenbei mitgemacht. Ja. Das lohnt sich ja immer. Ach, hier ist der Bierchen wieder. Tot. Ich bin doof.
Hab ihn. Schon so ein hartnäckiger. Jetzt sagen wir ja eigentlich nerviger, weil er ja andauernd verschwindet. Ja, ja, er hat halt nicht mehr viel Leben von daher. Ja, jetzt ist er sogar tot. Fantastische Arbeit. Davon werden sich die Gefallenen nicht so bald erholen. Vorbildlich. Komm wieder her, wenn du kannst. Dann schließen wir dieses Kapitel. Hier hinten ist noch ein Dämmerlicht. Wie du das immer siehst. Oh, das war nur Zufall. Ja, dann würde ich sagen... Wir müssen wieder zurück zu Trostland. Oh. Okay, dann hole ich uns mal eine Schnellreise. Das muss jetzt da glaube ich sowieso jeder machen. Weiß halt nie, ich glaube die Schnellreise muss man wahrscheinlich selber machen und nur als Gruppenanführer geht man quasi nur auf den Planeten, ne? Genau. Gehen wir wieder hinter die Kisten und schauen mal, wo wir genau hin müssen. Wir müssen oben wieder zu Devin, oder? Ja. Das ist doch zu einfach. Dort ist noch ein Dämmerlicht. Unten drinnen stehe ich gerade dran. Moment, ich komme in die Kirche rein. Jo, danke. Uppa. Der sich hier nicht langweilt, verstehe ich nicht. Ich kenne gar nicht genug Worte, um dir für die gute Arbeit zu danken. Vielleicht sollte ich Fremdsprachen lernen. Ohne dich hätten die Gefallenen vielleicht ihren Weg zu uns zurückgefunden. Stattdessen müssen sie wieder in Angst leben. Es ist leicht, sie als Feinde abzutun. So viel Mut eingesammelt und nichts Brauchbares. Ja. Ich hab's noch gar nicht angeschaut. So, haben wir hier noch Quests? Es gibt ja sonst nur noch die Abenteuer bzw. die Patrouillen für uns, wenn ich das gerade richtig sehe. Aber ich glaube, blaue Quests sind wir auf der Erde fertig. Aber es ist denn jetzt ein nachfolgendes Treffen? Ist das nicht eine. Das sieht ein bisschen anders aus. Moment. Was meinst du? Ich hatte irgendwie die Quest bei dem nicht abgegeben. Ich kenne gar nicht genug Worte, um dir für die gute Arbeit zu danken. Vielleicht Was? Sollte ich Fremdsprachen lernen. Ah, ich muss das anklicken. Ohne dich okay. Hätten die Gefallenen vielleicht ihren Weg zu... Redet über Jägerschnitzel, ne? Euch auch? Nee. Der bei mir gerade irgendwie selbstgemachtes, was auch immer, Jägerschnitzel, ich vermisse dich, Margret, gesagt. Irgendwie sowas. Okay, was immer du sagst. Was machen wir jetzt? Wo müssen wir hin? Ich glaube, hier sind wir tatsächlich fertig. Ja. Irgendwann, das war noch. Ich guck noch mal durch. Aber hier sind, glaube ich, auf der Dings sind nur noch Abenteuer. Ja. Das heißt, ich müsste einfach in den Orbit, ne? Warte mal. Ja, wir können erst mal gucken, wo die andere blaue Quest ist. Wir haben doch da was gefunden. Das letzte Mal. Im Turm haben wir auf jeden Fall eine blaue Quest anvisieren, abfeuern, anvisieren. Ja, dann, ne? Aber es also, kann auch sein, dass es nur eine Abgabe von mir ist, von irgendeiner Dings-Quest. Nee, also hab ich auch.
Also zum Reisenden müssten wir dafür reisen. Ja. Heiße Schokolade. Zum Reiten und Reisen. Ah, stimmt, da gibt's ein paar Sachen. Jetzt redet er über Jägerschnitzel. Und Margret. Hat er das nicht schon mal ganz am Anfang erzählt? Margret ist seine tote Frau, die so tolles Jägerschnitzel gemacht hat. Das kann sein, als ob ich das jetzt noch weiß. Das ist das Gefühl ja schon Jahre her, dass wir angefangen haben, Destiny 2 zu spielen. Jahrzehnte. Das Gute ist, dann können wir auch gleich rauchen. Du meinst, unsere ganze Beute mal anschauen? Ja, also kaputt machen. Ihr wisst, was ich meine. Ich sag einfach mal ja. Jojo, Weiss legt mich am Arsch. Jojo. Ihr habt jetzt die gleichen Ihr habt die gleichen Flugzeuge, nur anderes Design, oder? Ja, anders angemalt. Ich weiß ja gar nicht, wo die herkamen. Dann guckst du und hast auf einmal 10 verschiedene Raumschiffe. Ja. Aber hier hat man wenigstens keine Mechanikerkosten wegen GTA. Ja. So, erstmal zur Post. In Bearbeitung. Das sind nur die Abzeichen, die ich nie einsammeln kann. Was kann ich für dich tun, Hüter? Ja, mach mal hier auf. Danke. Ich hab schon mal etwas Blaues liegen. Das war hier das Einzige. Danke, dass du beim Everversum eingekauft hast. Ich hab mich eingekauft, du hast mir nur eine Kiste aufgemacht. Und was kann ich für dich tun, Warlock? Mach mal hier auf. Danke. Jetzt haben wir hier drüben auch noch was. Darf ich jetzt eine Quest holen? Sicher. Ja. Ah, eliminiere Feinde mit Präzisionsschüssen. War das jetzt alles? Was denkst du? Ja, anscheinend schon. Brenn dich nicht. So, dann wo doch mal jetzt eine Quest? Direkt bei dem hatte ich eine Quest. Eliminiere Feinde mit Präzisionsschüssen. Nicht so kompliziert. Der Schmelztiegel. Das ist immer so unpräzise bei dem. Wo wir gerade stehen. Da standst du auch gerade bei Banshee 44, beim Waffenmeister. Was denkst du? Achso, hatte ich ja vielleicht schon drauf geklickt. Ja. Achso, ja, zum Abgeben hatte ich auch. Alles kommt zusammen, oder nicht? Vielleicht sehe nur ich das so. Und jetzt können wir. Jetzt ist aber hier wieder nur Schmelztiegel. Gehen wir doch mal alle Planeten durch. Merkur, Nessus. Oh, Nessus, da ist noch was. Exodus Black. Ich schaff das. Ja. Hatten wir das nicht schon mal? Keine Ahnung. Dann reisen wir mal da unten hin. Mit Feldsaves Captain. Ich meine, das hatten wir schon mal. Ist das vielleicht eine Wiederholung? Aber. Nee, das muss was Neues sein. Aber Quests mit Feldsaves sind immer schön. Die hat so eine ausgeglichene Persönlichkeit. Du bist so freundlich. So vorkommend. Bestimmt mit GLaDOS verwandt. Und Alexa. Alexas böse Zwillingsschwester. Ja, so ungefähr. Finde ich auch ein sehr schönes Easter Egg bei Alexa. Wenn man sie fragt, ob sie GLaDOS kennt, sagt sie, dass sie seit dem Ereignis nicht mehr mit dir redet.
Da war noch mal GLaDOS. Portal. Oh. Bildungslücke. Ey, ich bin zu blöd für solche Spiele. Ich glaube, da einfach nur fällen. Ich glaube, einfach kann nur den Coolman hinterher, ne? Warum das? Weiß ich nicht, der ist gerade so vorgefasst. Und wollen wir jetzt hier eine Quest? Ich habe die markiert. Ich wollte eigentlich hier hinten rein. Ach, da oben. Mhm. Exodus Black, ne? Aber wo ist denn da oben? Muss man hier vielleicht. Da musst du da vorne das Ding rein. Ja. Vollkommen richtig. In das Ding rein. Mach ich. Ah ja, wir müssen. Hier ist eine Kiste. Bei mir. Welcher von den grünen Punkten bist du denn? Der an der Kiste steht. Ach, hier die Kiste. Hey, ein Token. Ich freue mich. Er wollte mich schlagen. Oh, warte ich mal auf euch, bevor ich hier auf Starten drücke. Oh, von mir aus kannst du schon starten. Ich bleib jetzt noch mal ganz kurz draußen. Arme Failsafe. Schon so lange her, seit die Black hier abstürzte. Wäre überrascht, wenn wir hier viel finden. Warte, das ist komisch. Ich registriere da etwas in unserer Nähe. Ja, ist gut, dass du draußen geblieben bist. Weil da geht's weiter. Dachte ich mir nämlich, ich warte hier einfach auf euch. Ich kriege hier noch nichts. Ach, guck mal, hier ist ein Toter. Da! Da ist noch eine Sprachnachricht im Computer dieses Anzugs. Mayday! Mayday! Ich wiederhole, die Exodus Black wurde von einer unbekannten Alien-Lebensform beschädigt. Hier sind über 600 Seelen an Bord. Die Systeme fallen aus! Es ist aus! Mayday! Lang ja gar nicht dran ist. Nö, eigentlich nicht. Okay, wir brauchen noch mehrere Aufwärter. Ja, aber ich weiß nicht, wo die sein sollen. Hier gibt es das Einzige, was ich auf der Karte... Ne, jetzt wird es wieder grün. Nee. War nur der Pfeil für Zufall. Also außer... Hier ist ein Datengitter. Ja, glaube ich, auch eins gefunden. Dieser Servitor hatte einen Kurzschluss, als er versuchte, sich mit dem Netzwerk der Exodus Black zu verbinden. Und ist dann zum Abschalten hierhin gehumpelt. Failsafe hat kurzen Prozess gemacht. Ich auch gerade nicht. Weil es wäre das erste Mal, wo man wirklich was suchen muss, was nicht auf der Karte angezeigt wird. Nee, guck mal, da ist ein weißer Pfeil. Ja, jetzt ist er wieder erschienen. Oh Gott, wie kommt man denn da hoch? Hier ist die Kiste. Ich glaube, wir müssen hier. Ich glaube, da wo Shadow ist, ist gar nicht mehr so verkehrt unterkommen. Glaube ich auch, ne? Höhere Ebene. Hier ist noch eine Kiste. Ja, ich muss erstmal hier hochkommen. Ich kann an sich um. Ich habe mal gehört, dass große Geister sich schon immer gegen. Hier geht's jetzt wieder runter. Ach Gott, über welche Vorsprünge seid ihr denn da hingekommen?
Moment, ich muss sofort runter. Ja, von dort und dann jetzt hier auf die Zwischen. Ja, genau, darauf und dann einfach hier rüber. Beziehungsweise ich habe glaube ich den Zwischenschritt weggelassen, aber ich springe ja sowieso. Viel genau. Besser. Ja, das ist einfach ein spezifisch scheinbar. Ich werde die Einschränkungen der Failsafe KI des Schiffs deaktivieren. Wir brauchen sämtliche Hilfe, die wir kriegen können. Ah, ich hab's einfach mal aufgemacht. Jetzt noch eine Kiste. Und wir haben auch wieder einen blauen Pfeil. Na gut. Ah nee, wir brauchen weiße Pfeile, ne? Ja. Blau ist, glaube ich, das Event da unten, wo die Fahne schon zu sehen ist im Wasser. Vielleicht muss man einfach nah genug an die Dinger rankommen, damit sie am angezeichneten. Das wäre aber doof. Bin ich wieder runter. Ich bin auch eben erst nach oben gekommen. Ich empfange ein anderes Signal. Ah. Ich habe ein anderes Signal. Aber ich kann, ihr braucht das zu mir kommen, wenn ihr nicht wollt. Also ich kann das auch eben fix mehr holen. Ja, dann mach mal. Ich muss mal eben kurz hier. Ach, Shadow ist ja eh schon da. Aber mach ich mit Shadow eben ja mal ganz zum Captain. Captain, mein Captain. Captain tot. Dann habe ich doch eine Idee, wo der letzte ist. Echt? Ja, jetzt nicht wegen Text oder so, sondern einfach. Wo waren wir hier? In diesem Ding, wo waren wir hier noch nicht? Genau auf der anderen Seite. Ich habe sowas mir von der Ding gemerkt. Irgendwo hier. Hier bei mir. Irgendwo da. Oh, ich warte eben, seid ihr eh quasi da. Captain, bitte geh nicht. Diese Roboter machen Hackfleisch aus dir. Das Satellitenfeld ist unsere einzige Chance. Bleibt, wenn ihr wollt. Aber ich gehe. Tut mir leid. Ich komme zurück. Das war Captain Jacobson. Das war seine Stimme. Freu dich nicht zu früh. Mal sehen, ob wir diese Satellitenanlage finden können, von der er gesprochen hat. Klar, können wir die finden. Jo. Und kaputt machen. Nein, anhören. Ah, kaputt machen. Nein, anpacken nun. Wenn man das Fahrzeug rufen will, ist der definitiv dann an. Hier ist ein Datengitter, das fasse ich mal kurz an. Interagieren. Es gibt hier einen Mikrocomputer. Er versucht, eine Nachricht zu verschicken. Der Transmitter funktioniert nur zu 13%. Vielleicht kann ich eine Remote-Reparatur durchführen. Bleib auf Standby. Mein Engramm, bleib hier. Datengitter.
Ich bin gerade echt stolz auf mich selbst.